Hallo, willkommen zurück in der grünen Hölle. Weiter geht's, weiter geht's. Wir haben viel zu bauen, viel zu machen. Es hat übrigens lange nicht mehr geregnet. Also ich habe jetzt nämlich ein bisschen gezockt hier im Off und habe Dinge getan. Oh, großer Stein. Wir nehmen ihn mit. Wir brauchen den später für ein großes Lagerfeuer, das ich da bauen möchte. Große Steine lassen wir jetzt nicht mehr einfach so liegen und denken uns, ach nee, haben wir ja schon. Ja. So, schwupp. Dann brauchen wir, glaube ich, 10 Stück von diesen großen Dingern. Ich meine, drüben lagen auch immer noch relativ viele. Ja, ich habe noch mal ein bisschen im Offscreen gezockt. Vielen Dank an dieser Stelle für die Kommentare, die in die Richtung gingen. Du musst. Was das? Achso. Du musst erstmal eins dieser Rahmenteile, dieser Rahmengebäude fertig bauen, um dann anschließend einen Snap-Point zu haben. Vielen, vielen Dank dafür. Das hätte uns sonst echt viele doofe Momente beschert. Und darum habe ich alles, was wir hier letztes Mal gebaut haben, abgerissen. Dabei habe ich zum Glück die Baumstämme, die ich da reingesteckt habe, mindestens mal größtenteils, aber ich glaube wirklich alle zurückbekommen. Das hier muss weg, so oder so. Kommen wir gerade mal. Das sind meine Aggressionen an den Pflanzen aus. Wehrlose Objekte werden geschunden. Und ja, und habe dann hier in der Mitte ein Ding fertig gebaut und außenrum schon mal ansnappen lassen, sodass wir nicht mehr, also nicht ganz so viel verloren haben im Vergleich zum letzten Mal, ne? Insofern machen wir hier jetzt einfach weiter und bauen das nächste Objekt fertig. Und dafür müssen wir dann wieder fällen und ach, naja, ne? Bisschen schade finde ich, dass man. Ja, es ist realistischer, ne? Es ist realistischer, dass man erst die Säulen baut, dann die Stecken obendrauf, dann diese mit Seilen verbindet. Es ist realistischer. Aber ein bisschen schade, wenn ich, dass ich nicht schon ein paar Teile da oben loswerden kann. Das liegt jetzt alles da unten deppert rum. Naja, was soll's. So, hauen wir wieder ein paar dicke Bäume um. Das hier müsste einen Scheit geben. Scheit. Ist doch nicht ganz gescheit. So, komm schon. Da rein. Macheten plus eins. Einer? Einer? Ja, bloß nicht zu viel. Könnte ja sonst schnell gehen. Moment, sind wir fertig in dieser Folge. Da wissen wir ja nicht mehr, was wir zu tun haben. Gut so. Lass dir Zeit, Spiel. Alles gut. Ich lasse das Holz hier mal liegen. Wir sammeln das dann. Das haben wir, glaube ich, auch letztes Mal so, habe ich das beschlossen. Dass wir das liegen lassen und dann anschließen. Da kommt echt immer nur ein Scheit raus bei den kleinen. Okay. Müssen wir nochmal die größeren suchen. Die bringen ja wenigstens 2 gescheite Scheite. Jo, dann apropos Holzstock, ne? So. Alle kleine. Ich brauche große. Warte mal, die Lianen müssen wir uns auch mal schnappen. Hier ist ein langer. So. So, das ist eine sehr große Ausbeute, die wir hier haben. Was ein Scheiß. Was sind das für verkorkselige Bäume? Ich meine, so klein war der doch gar nicht. Da kann doch noch ein längerer, noch mehr langer Stock könnte da doch noch drin sein. Okay. Was bist du hier? Du bist wahrscheinlich nur ein langer Stock, oder? Gibst du auch einen gescheiten Scheit? Lass mal gucken, ob du einen gescheiten Scheit gibst. Och, sehr schön. Dann machen wir hier das. Das verscheiten wir noch. Ich muss gerade mal an meinen Monitor drehen. Es ist ein wenig hell hier in meinem Zimmer und ich sehe tatsächlich jetzt schon sehr, sehr wenig. Moment. Huch, Moment. So, sehe ich ein bisschen mehr. Wahrscheinlich habe ich vorhin schon lange Stöcke und alles übersehen. So, wo haben wir denn? Liegt echt nichts rum. Das ist ja krass. Okay, warte mal. Hier haben wir den Baum doch gefällt. Wo ist denn der hingefallen? Schön. Der muss auch mindestens einen langen Stock abgeliefert haben, aber. Nicht hier. Kann doch nicht sein. Ich meine, dann gehen wir halt diese kleinen Dinger fällen, die nur lange Stöcke bringen. Das ist jetzt auch nicht das Problem. Aber der muss doch hier irgendwo hingefallen sein, der lange Stock.
die Richtung ist er augenscheinlich nicht gefallen. Oh, großer Stein. In die Richtung ist er augenscheinlich nicht gefallen. So, schub. Hier liegt ja auch nichts rum. Hier hoch ist er nicht gefallen. Aber ich meine doch, der war hier so schräg nach links gefallen. Hier so. Mussten hier doch lange Stöcke liegen. Ja, da, den nehmen wir den doch. Und den. Siehste. Brauchen wir ja nur noch Millionen. Bisschen schade, dass wir damit schon unsere Machete zerhauen. Ich glaube, ich werde zum Fällen hier wieder die Axt nehmen. Ansonsten haben wir hier ein Häuschen gebaut. So. Und anschließend eine kaputte Machete. Haben wir ja auch nichts gewonnen. So, jetzt mal gucken. Seile müsste ich haben. Einmal. Seile haben wir hier auch irgendwo auf den Boden geschmissen. Müsste ich dann auch nochmal gucken, wo. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, weiter, ne? Keine Müdigkeit vortäuschen. Achso, wie war das? Machete. Und hier, Axt. Och. Sehr schön, der hat mal zwei geliefert. Das heißt, dann kriegen wir hier das nächste. Zack. Und zack. Bisschen Seil, lauter kleine Stöcke, noch mehr Seil. Kein langer Stock. Also, dass die langen Stöcke eventuell zum Problem wären, hätte ich jetzt nicht gedacht. Na gut. Felix. Ich glaube, wenn ich hier am Ende alles abgeholzt habe, dann werden hier wieder ganz viele lange Stöcke auftauchen. Wo ich jetzt zu blind war. Okay. Haben wir noch eine Lyane. Ja, damit. Brauchen wir. Wie viel spät haben wir? Weil. Oh, ich habe auch. Ich habe einen Besucher. Oh, schauen wir mal. Ist es Anton? Nein. Anton ist ja immer am linken Arm. Anton mag den linken Arm. Er hat mich mal nicht schlafen gelegt. Habt ihr das gesehen? So wie viel spät? 16 Uhr. Da es hier echt früh dunkel wird, machen wir uns mal zurück. Dann braten wir uns auch lieber nochmal was durch. Schauen wir mal nach dem... Kommt immer noch. Schauen wir mal nach dem Fisch. Komm. Wir haben noch bestimmt einen Fisch in der... Oh, gucke. Und noch ein dritter. Hat sich doch gelohnt, da lag also noch einer. Wir haben bestimmt einen Fisch in der Reuse. Dann können wir uns den mal durchbraten. Wir brauchen ja morgen auch wieder ein gutes Frühstück. Und zack. Sehr schön. Achso, Moment mal, die Seile auch gerade. Dann haben wir sogar noch ein weiteres heute fertiggestellt. Siehst du mal, was man an einem Tag schaffen kann? Das war nicht mehr mein Tag, das war ein halber. Das heißt morgen, ja? Morgen werden wir fertig mit unserem Haus, bestimmt. Das müssen wir im Rohbau. Tine Wittler muss dann noch durch. Was jetzt echt praktisch wären, wäre so ein paar von den, welcher Kokosnüsse kann man ja auch mal mitnehmen. Moment. Ein paar von den Früchten wären echt schön. So, Kokosnuss. Gegen ein paar Früchte hätte ich gar nichts einzuwenden. Ach, guck, hier wächst wieder schöne Sachen vor unserer Haustür. Auch sehr nett. Auch trockenes Blatt. Kuschel, kuschel. Brauchen wir. Passend. Großer Stein. Lassen wir nicht liegen. Boah. Ei. Ist leer. Na gut. So, den Kack weg vom letzten Mal. Zack, 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 zack. Kann man eigentlich aus Kohle irgendwas anderes bauen?
außer so ein, was hat man die eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr, für was wir die eigentlich gebraucht hatten. So, trinken, sammeln. Essen, essen. Jetzt machen wir uns lieber schnell ein Feuer, bevor ich dann nicht mehr genug Ausdauer für habe. Kleines Feuerchen. Vielleicht das letzte kleine Feuer. Dann haben wir oben hoffentlich bald ein großes. Bitch! Was? Hat er gerade Bitch gesagt? Hat er gerade Yes. Bitch gesagt? Ich glaub's ja wohl nicht. Zu brutal, jetzt haben wir keinen Fisch. Ich habe übrigens auch die Dings neu bestückt. Ich habe die, also nicht neu bestückt, ich habe die wieder scharf gemacht, die Schlingfalle. Können wir gleich mal gucken. So, Fisch. Piranha. Ja. Ein Platz im Rucksack. Wo ist er denn jetzt hin? Wo ist er denn jetzt hin? Ist der raus und... Toll. Verdammt. Verdammt, ich war zu langsam. Ich hab's zu spät erkannt. So, hier hinten war doch irgendwo... Die Schlingeling-Falle. Ja, die ist wieder unscharf und ist nichts drin. Kennen wir ja schon. Die Schlingeling-Falle. Ja, ich kann mal wieder was reinlegen als Köder. Habe ich überhaupt was? Ein Ei. Oh, warum denn nicht, ne? So. Die Schlingeling-Falle. Ja, toll. Haben wir jetzt ja richtig viel zu essen. Macht man uns da? Ich kann mich gar nicht entscheiden. Scheiße. Oh, eine Fackel. Oh, Licht. Ich brauche einen Generator. Ich brauche Nerven. Okay. Was wir machen könnten, wäre eventuell, aber es hat ja auch nicht geregnet. Das heißt, unser Kochtopf ist leer. Wir könnten uns ein Süppchen kochen. Schon gesagt, dass die Hitboxes teilweise ein bisschen gigantisch sind und das echt nerven kann? Habe ich das schon mal erwähnt? Oh ja, kriege ich jetzt den Topf dazwischen? Nein. Was bräuchte ich für den Topf? Zum Beispiel den Stein weg. Und den können wir vielleicht da hochlegen. So. Ach komm schon! Was ist denn da oben? Da geht was quer, was da gar nicht ist. Die Pfeile sind da noch. Die sind nach unten aus dem Rucksack rausgepackt. Das geht. Habe ich nicht gerade was von Wasser gesagt? Regen und so? Egal, ich nehme den. Mach dann meinen Bidon-Eimer voll. Und dann kochen wir uns halt mal so ein paar Knochen durch. Ich habe da eh schon gefühlt eine Milliarde Mal gesagt, dass ich doch endlich mal so eine Knochensuppe machen soll. Dann gibt's heute mal lecker Knochensuppe. Fantastisch. So, das ist drin. So, jetzt wollen wir nur ein paar Knochen. Irgendwo haben wir die doch. Da. Knochensuppe. Weiß nicht, wie viel man dafür braucht. Nehmen wir mal menschliche Knochen. Ich hoffe, da unterscheidet einen nur. Okay. Ich hoffe, der unterscheidet da nicht. Zwischen menschlichen Knochen, die man nimmt, und nicht so menschlichen. K
Knocheninfusion. Trinken. Proteine, Fett. Uns fehlen hauptsächlich Kohlenhydrate, fürchte ich, ne? Ja, siehst du mal, gibt auch ein paar Proteine, dann könnten wir. Und nochmal. Ui, das gab zwei Portionen. Das sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. Das sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. Dann nehmen wir hier noch ein paar Stöckchen, wenn ich noch habe. Weil hier da oben liegen eh wieder Tonnen rum. Die sammle ich dann mal auf. Legen nach und dann legen wir uns schlafen. So. Dann haben wir morgen früh hoffentlich einen Fisch. Und können dann noch hoffentlich am Restfeuer etwas zusammenbacken. Wie viel Uhr haben wir denn? 21 Uhr. Ja, das ist okay. Dann werden wir gegen 3 Uhr wahrscheinlich wieder aufwachen. Oh, sogar später. Warte mal. So, jetzt ist aber voll. Warte mal, jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel. Ah ja, das passt doch, genau. Noch scheint der Mond hell, dann kriegen wir vielleicht den Fisch gesehen, wenn er hier ist. Ein Fisch. Toll. Ich hoffe ja auf einem Gürteltier irgendwo, aber. Können wir uns auch eine Pilzsuppe machen zum. Na toll! Also bei mir ist nur schwarz. Ich weiß nicht, ob ihr was seht. Ich glaube, ich muss ein Rollo mal runter machen. Ekelhafte Sonne! Widerlich! Oh. Ja, jetzt sehe ich schon viel weniger. Irgendwo hier. Und Kokosnüssen. Ach, gucke! Oh, oh Gott, schon wieder ein Gürteltier. Klinge erforderlich. Halten an Abschneiden. Moment, aber Klinge erforderlich. Ich hoffe, die Machete. Das muss. Ist, wie Klinge erforderlich? Machete ist keine Klinge? Ach, komm schon. Finde ich jetzt scheiße. Obwohl, mit einer rostigen Machete will ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt, ja. Herstellen. Herstellen. Steinklinge. So. Nee. Ich finde das ein wenig nervig. So. So. Gut, dann, wisst ihr was, dann lasse ich hier die Steinklinge nämlich liegen. Könnte sein, dass man sie hier häufiger braucht. So. Ist das am Ende da reingelaufen, als wir das vorhin gehört haben? So, mal schauen, ob ich jetzt im Hellen den Fisch finde, den ich da gestern Nacht verschludert habe. Das sieht irgendwie aus, als wäre er da noch drin. Oder? Weiß es nicht.
Vielleicht müssen wir eine neue Reuse bauen, weil die nicht mehr funktioniert. Müssen wir mal gucken. Dann sei es, ich habe die Reuse kaputt gemacht. Ja. Gut. So, dann lass uns mal eben Wasser auffüllen. Dann machen wir uns noch ein Pilztöpfchen. Oh, und ich muss, hier, guck mal, ich habe noch was zum Essen. Moment, ich habe wen zum Essen mitgebracht. Oh. Nee, für so viele Leute haben wir keinen Platz. Tut mir leid. Oh, Und auf einmal wird... Mann. So, 100 voll. Ich hoffe, das Feuer brennt noch eine Weile. Lass uns mal gucken. Mal nachlegen. Lass uns mal eben schnell ein bisschen Holz holen. Mal eben schnell. Wir werden sterben. Böckchen. Zum Glück liegen hier gar nicht viele. So, Abmarsch. Dann können wir uns des Dingens durchbraten, eine kleine Pilzsuppe machen, dann haben wir wieder genug Energie für einen tatenreichen Tag, sowas. Also, ich weiß nicht, Satz ist verloren gegangen unterwegs. Für tolle Taten. Taten. Wupp. Den machen wir ruhig. Ich glaube, das machen wir voll. Vielleicht brennt es den Tag durch. Oder wir legen zwischendrin nochmal nach. Dann können wir da am Abend nochmal was grillen. So. Moment, hier haben wir das Ding. Einmal das Bidon da rein. Dann einmal kochen lassen. Das hier. Oh, da. Dann grillen wir das durch. Pilzsuppe. Trinken. 2 Kohlenhydrate, 30. Das heißt also, es bringt weniger Kohlenhydrate, als wenn ich die Pilze roh esse. So, dann. Scheiß auf deine Kohlenhydrate, Junge. Echt jetzt. Nehme ich den heißen Kochtopf hier mal rein? Oder auch nicht? Ich könnte nochmal... Da kommt so eine Knochensuppe, war durchaus okay. Eure Tipps sind ja immer ganz brauchbar. Ja. Von daher... Kochen wir halt davon nochmal eine. Den Rest schmeißen wir hier wieder weg. Die Suppe kocht über. Vor allem, wenn man zweimal halt von süffeln kann. Das finde ich echt gut. Was haben wir jetzt? Ja, das Fleisch kann ich schon wieder auf Reserve mitnehmen, was ich noch ein bisschen schauen müsste. Aber wir werden doch bestimmt irgendwo... Muss mal gucken. Irgendwo müssen doch so ein paar von den Früchten wachsen, hoffe ich doch. Oh, das Fleisch braucht voll lange. In der Zeit kann ich mal kurz mal eben schnell Früchte suchen. Wir werden sterben. Das sind keine Früchte. Oh. Kriegen wir das noch? Ist ja auch im weitesten Sinne eine Frucht bestimmt. Weit geflohen. Vielleicht kommt wieder so ein Puma aus dem Gebüsch gesprungen. Ach,
noch seufzt. Ich hab, was ich wollte. Den Maler Ingo da unten. Ich hab mich da immer noch drüber beämmeln. Der Maler Ingo. Ja, sie haben einen relativ eigenartigen Gott. Ja, den Maler Ingo, den großen Gott, der... Oh. Es gibt neben den neuen Tieren und neuen irgendwas, gibt es auch neue Früchte, neue Bäume. Es gibt, ich glaube, vorne hat man auch schon eine Pflanze in der Nähe, die neu zu sein scheint. Guck mal, da baumelt was. Schon wieder ein Gürteltier. Ich wollte doch mal so ein... Ist dann tot. Also den Sturz überlebt es halt nicht. So. Na dann. Ah, ich hoffe, das Fleisch verbrennt mir nicht. Moment. Nicht, dass dein Kollege verbrennt. Wir müssen beeilen hier. Ah, komm mal her. Ja, so. Die Falle mache ich gleich wieder scharf. Jetzt muss ich erstmal schauen, dass der Kollege nicht verbrennt. Ja, 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 ja. Wunderbar. Ich glaube insgeheim, mein Charakter lief noch. So, das legen wir da jetzt rein. Jetzt bin ich mal gespannt. Wollen wir das... Ich mach mal eben nicht das... Keine Ahnung, ich kann ja totgiftig sein. Nicht schlafen. Nein, ich möchte speichern. Ich möchte speichern. Hier unten. Gott, irgendwann mach ich's kaputt. So, jetzt essen wir mal so ein Ding. Irgendwie... Er hat erst gedacht Avocado, aber ist es glaub nicht, oder? Kohlenhydrate. Hydration. Okay. Können wir da aus dem Ding eine Suppe machen? Ja. Wie viel Kohlenhydrate hat das jetzt gebracht? Warte mal. Sehe ich das jetzt hier? 12. Ne, 16. 16 und 8 Hydration. Dann trinken wir das mal. 15 Kohlenhydrate und 20 Hydration. Topfinfusion. Aber ich kann zweimal von trinken. Das heißt, insgesamt gibt es dann 30 Kohlenhydrate. Also die zu kochen ist tausendmal besser. Die Frage ist jetzt, können wir die auch grillen? Und jetzt ist der... Egal. Können wir die auch grillen? Passiert nur nichts. Okay. Also gut, die ist... Eine echte Kohlenhydratbombe, wenn man sie in Wasser kocht. Ich frag mich, was das für eine Frucht sein soll. Wie lang ist die haltbar? 14 Stunden, auch relativ lang. Das ist okay. Kann man sich nicht beschweren. Wir sehen uns dann in der... Ich lasse den Top 4. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge... Der Topf ist unheimlich. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Der Topf. Ich werde mich mit dem Topf unterhalten. So lange. Er hat mir Dinge zu erzählen. Ich glaube, der kocht noch. Ich glaube, der ist einfach noch heiß, ne? Kann das sein? Keine Ahnung. Okay, bis zur nächsten Folge. Macht's gut und ciao.